So, hallöchen Leute. Willkommen zurück zu den Sims 3. Ja. Was? Was? Kläff mich nicht so an. Kläff mich nicht so an. Wo ist denn Carlos? Was macht... Du hast hier eine Aufgabe. Was machst du denn? Carlos? Puma, du hast Sanish. Ich glaube, er hat einfach nur keinen Bock, den Hund zu bürsten. Fauler Sackhund. Fauler Sack Carlos. Los, renn ein bisschen rum. Und danach renn ein bisschen rum. Ja, gut. Aber du, was hast du wieder für schlechte Laune? Müffelndes Tier. Das müffelnde Tier ist dein dich liebender Hund, okay? Jetzt kritisier mal nicht das dich müffelnde Tier, sondern... Nein, du liest jetzt nicht Mord in Schönsichtigen, du machst irgendwas Produktives. Hier, telefonier mal. Oder bitte um eine... Okay, Carlos hat keine Freunde, offensichtlich. Das Problem ist, wir haben auch keine Nachbarn, die wir besuchen können. Wohnt denn hier jemand in der Gegend, den man... Wohnt hier jemand? Hier wohnt niemand. Da wohnt niemand. Da wohnt niemand. Wohnen hier überhaupt Menschen in dieser Stadt? Ich glaube, ich muss mal die Stadt manuell ein bisschen besiedeln. Was ist denn da los? Wohnt hier jemand? Wohnt hier wirklich überhaupt niemand? Gut, ich habe die Stadt halt, wie gesagt, hier wohnen Menschen. Weil ich habe die Stadt halt aus dem Internet gedownloadet. Ich glaube, das machen wir einfach so jetzt mal. Stadt bearbeiten. Dann speichern wir ganz kurz. Das dauert ganz kurz. Aber das müssten wir gleich haben. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Was haben wir denn hier für fertige Haushalte? Wir haben Martinez. Die zwei Turteltauben, Pablo und Jennifer Martinez. Die können wir doch hier einziehen lassen. Warte, Moment. Glover de Martinez will ich Kopie platzieren und zwar da. Wow, die Familie hat kein Geld dafür, okay. Gibt's hier nicht irgendwie reichere Familien? Die Familien haben alle so wenig Geld, okay. Kann man die Häuser sind alle viel zu teuer, kann es sein? Da kann man die ansiedeln. Und vielleicht sollten wir, wenn wir genug Geld haben, auch dahinter umziehen dann. Was kosten denn die Häuser hier? Was? 75.000. Hier, das hier ist noch kaufbar. Hier ist auch noch eins im Budget. 4 Baker, Svetlana und Heathcliff lieben ihre Tochter Becky über alles und haben sie deswegen auch bereitwillig aufgenommen. Dann packen wir die noch hier rein. Es ist jetzt halt ja, ein bisschen doof, dass die Dinger so teuer sind. Wenn nicht, gehe ich ganz kurz dann in die Familien rein, offscreen, und cheate denen ein bisschen Geld und lasse sie dann hier in so ein Haus einziehen. Weil, dass wir hier ganz alleine so hier in dem Grundstück wohnen, ist ja auch kacke. Macht im Endeffekt auch keinen Sinn, finde ich. Naja. Wir haben unser kleines Home Sweet Home. Und damit sollten wir uns auch zufrieden geben. Ist ja ein ganz nettes Haus eigentlich. Was machst du denn? Ach, den Warner-Haushalt besuchen. Richtig.
Und du willst unbedingt einen Computer, dann solltest du vielleicht mal für deinen Computer arbeiten. Was hast du nun schon wieder für schlechte Laune, Carlos? So, was ist denn? Warte mal, Bedürfnisse sind hier drüben. Ihm fehlt Spaß. Den sollst du haben bei im Warner-Haushalt, mit dem du dich jetzt anfreunden wirst. Zwangsläufig. Weil ich das will. Hier ist der Warner-Haushalt. Kannst ja mal... Genau, machst du ja eh. Wer ist denn hier? Die kleine Kira. Nein, du gibst dem Pferd kein Leckerchen. Du gehst jetzt den Haushalt besuchen. Dödel. Wir machen jetzt Freunde. Auch ein Fohlen. Wie süß. So süß. Und hier, dem hier drei Pferde drin stehen, wie goldig. Hallo, will uns jemand mal aufmachen? Ja, du kommst hier nicht rein, hallo. Oh, ein Vampir. Bist du etwa ein Vampir? Oder wie kommst du plötzlich darauf, ein Vampir treffen zu wollen? Ist ja aber auch cool, wenn wir einen Vampir treffen würden. Mosa. Mit einem Vampir, ja. Du bist also ein Vampir. Okay. Das könnte eine interessante Wendung nehmen. Glaube ich. Dann können wir uns mal hier... Nein, ich glaube, Carlos ist jetzt nicht so der Vampir. Wir können ein bisschen tratschen. Und draußen... Oh nein, die kleine Kira hat Hunger. Willst du vielleicht deiner Tochter nichts zu essen geben? Ja, hast du gehört, die Hannelore? Die hat mit ihrem Gerd Schluss gemacht. Weil die meinte, der wäre viel zu dick geworden. Dein Kind weiter draußen. Ja, aber es geht doch gerade um die Hannelore. Das habe ich beim Kaffeeklatsch gehört. Nein, so sieht der nicht aus. Der sieht eher aus wie ein... Keine Ahnung. Ein Cowboy-Vampir. Vampir-Cowboys. Im Weltall. Geiler Mob. Was macht denn Brunhilde? Schauen wir mal ganz kurz rüber. Die... Okay. Sieht ja spannend aus. Was, kümmer dich mal um dein Kind. Und wir machen uns was zu essen. Komm, wir kochen für die ganze Familie. Beschwert sich Kira gerade darüber, dass ich mich nicht benehmen würde? Du bist ein kleines Scheißkind, das nicht ruhig ist, weil... Dings. Barney too. Goo. Was ist los, Nigel? Nigel! Twibsy Tonk! Carlos, du hast dich daneben genommen. Okay, wir wurden rausgeworfen. Ich glaube, die mögen uns nicht. Warum dürfen wir jetzt kein Essen bei denen machen? Das finde ich nicht nett. Okay, wen können wir dann besuchen? Nein, den Warner-Haushalt mag ich nicht mehr. Die sind doof. Da hinten sind auch alles... kleinere Haushalte. Oh nein, wir müssen nach Hause und uns um Brunhilde kümmern. Brunhilde geht's nicht gut. Brunhilde hat zu wenig sozialen Kontakt. Aber Brunhilde... Ich war doch jetzt nur kurz weg. Oh nein, Brunhilde. Armes Hundi. Komm, dann spielen wir jetzt ein bisschen. Müssen wir ein bisschen mit Brunhilde spielen? Und bürsten. Mache ich die Zeit ein bisschen vor. Warum läuft eigentlich keine Musik im Hintergrund? Musik ist angeschaltet. Es läuft nämlich die ganze Zeit keine Musik im Hintergrund. Das wundert mich total. Wolltest du nicht mit dem... Du solltest sie jagen. Nicht, Du
so faul! Carlos, bitte! Dann bürste doch wenigstens den Hund. Carlos, bist du... Hä? Was ist denn... Ich muss jetzt das Spiel anhalten, damit ich hier, überhaupt den Hund treffe. Kann es sein, dass Carlos prinzipiell keine Interaktion mit dem Hund macht? Doch, aber der Hund muss auch erstmal bereit sein. Und dann beschwert sich der Hund, dass er keine soziale Interaktion hat. Okay, alles klar. Der Hund ist die ganze Zeit zu Hause und hat es nicht geschafft zu fressen. Dann fress jetzt erstmal, du bist... Der kommt nicht an den Napf ran. Oh nein. Warum kriege ich das jetzt erst gesagt? Das ist eine Katastrophe. Carlos, du hast eine Aufgabe. Carlos, der sein Toupet abgesetzt hat, offensichtlich. Gut, ist halt ein typisches EA-Spiel. So ganz bugfrei ist es nicht. Wie man unter Umständen merkt. Du frisst jetzt erstmal schön. Können wir uns denn einen Computer leisten? Carlos wollte ja unbedingt einen Computer. Carlos braucht auch einen Computer. 800 Simoleons kostet der. Okay. Carlos kann sich noch keinen Computer leisten. Irgendwas da kaum. Kau an dem Stuhl. Das ist kein Problem. Dann ist es jetzt dein Kaustuhl. Gibt es eigentlich Objekte so zum Zerstören für Hunde? So, Moment, man kann ja hier irgendwo... Wie cool, das ist so ein Ameisen-Ding, Insekten-Schauhaus, das ich mir jetzt in die Küche stellen werde, weil Hygiene und so. Es gibt doch, wenn ich einen Kratzbaum... Aber das ist ja nicht für Hunde. Kongstein. Also mir gefällt ja Sir Briggs a lot Junior. Das finde ich ja sehr gut. Kann Brunhilde damit... Nee, kann sie nicht. Lol. Was bist du denn? Brunhilde hat ein neues Merkmal erhalten, okay. Uns geht's jetzt auch nicht so. Wann müssen wir denn arbeiten? In 7 Stunden. Also das will ja nichts sagen, aber ich glaube, das reicht hinten und vorne nicht, was die Bedürfnisse angeht. Dann scheiß mal auf die Pfütze. Du kannst einen Snack essen. Steh auf. Aufs Klo gehen. Und dann musst du noch kurz mit dem Hund spielen, weil der Hund, der hat, glaube ich, kleinere soziale Probleme. Dann mach mal ganz schnell, Carlos. Ach, das hättest du auch abspulen können. Mensch. So, Moment, ich halte ganz kurz an, weil der Hund, der rennt ja immer so schnell durch die Gegend. So schnell kann ich gar nicht anhalten. Da habt mal ein bisschen Spaß. Kannst du ja Leckerli geben. Und... Den Bauch kraulen, ja. Und wie lange dauert es, bis wir arbeiten? 3 Stunden. Das heißt, in 2 Stunden kommt das Auto. Ja, gut. Das sollten wir irgendwie hinkriegen. Was kann ich denn...
Sir Brix-a-Lot Junior benennen. Ja, der heißt doch Sir Brix-a-Lot Junior. Kann man damit dann auch mit Bruneda spielen? Das wäre cool. Oh, ja, weil hier nicht gewischt ist. Deswegen sollst du soziale Kontakte pflegen, damit dir jemand helfen kann. Und dafür musst du Leute kennenlernen. Carlos, 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 Carlos. Mensch. Huber. Huber. Was ist jetzt mit dem Licht passiert? Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Gut, dann will ich das ganz kurz noch ausprobieren. Ob das... Carlos? Carlos? Okay, dann nicht. Gut. Dann würde ich sagen, soll es erstmal gewesen sein mit den Sims. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, lasst einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.